Ich bin die Isabella und ich bin 9 Jahre alt. Ich zeige euch heute, was ich im Adventure Camp alles erlebe. Also die Kinder, die uns beim Adventure Camp in der Salzburger AG besuchen, durchleben 3 Stationen. In der Werkschule dürfen sie was handwerklich bauen, einen Werksatz, in dem Fall ein kleines Vogelhaus, das gefertigt wird. Das wird später dann bemalt. Dieses Häuschen wird jetzt mit dem Ding, damit man es aufhören kann, gemacht. Und dann hat man ein kleines Vogelhäuschen für die Vögel. Ich habe sowas schon mal gemacht, deswegen ist es ein bisschen leichter. Einfach zusammenstecken, weil da schon alles eingeschnitzt ist. Die Salzburger AG bildet insgesamt 70 Lehrlinge in 13 Berufen aus. Hier am Standort Vogelweider Straße haben wir Werkstätten für Elektrotechnik, Metalltechnik und Mechatronik. Und da kommen unsere Kinder eben mit diesen Berufen auch in Berührung. Wir gestalten jetzt den Schlüsselanhänger mit solchen Buchstaben und dann hauen wir da mit dem Hammer drauf, damit dann irgendwann der richtige Name ersteht. Man kann das dann an die Schultasche hängen und dann hat man immer seinen eigenen Namen. Falls mal wer die gleiche Schultasche hat, erkennt man's. Wir machen aber auch die Glühbirne, Beleuchtungskörper, dass die Kinder einfach technisch Infos kriegen, wie funktioniert das mit dem Licht zu Hause, wo braucht man das und auch zurück zum Werkstück, zum Futterhäuschen, mit was können wir die Vögel füttern, was ist da geeignet, was ist da nicht geeignet. Also das wird da in so einem Rahmen im Sommercamp mit den Kindern besprochen. Also sie sollten keine Menschen essen, sondern so Sonnenblumenkerne. Dann meine Oma hat auch so Essen für Hühner. Und da sind so grüne Erbsen drin, getrocknete. Wenn es heiß ist, dann tue ich da auch noch in ein Schälchen Wasser rein. Da kümmere ich mich immer ganz besonders um. Okay. Ja, ich würde es als eigentlich ein paar Fürsteln daher nehmen. Ich würde es wahrscheinlich in meinen Schrank zu den anderen Parfums hinstellen. Und dann muss ich nicht immer ins Bad gehen und die holen. Und es ist dann besser, wenn ich es einfach dahin tue. Ich habe einen Balkon in meinem Zimmer, also an meinem Zimmer. Da könnte er vielleicht. Also ist er vielleicht auch. Beim Balkon, bei der Dachrinne, könnte man das irgendwie vielleicht hinhängen, damit es schön ausschaut.